Da die Donzi ein Loch in die Urlaubskasse gerissen hat, ist heute Sparen angesagt. An der falschen Stelle. Also Parkplätze in Miami zu finden, ist eine Herausforderung, finde ich. Der Valet Service ist viel zu teuer, ja. Ja, da kannst du doch froh sein, dass wir noch einen gefunden haben, auch wenn er jetzt hier für Anwohner ist. Aber kurz kann man da mit Sicherheit parken. Ja, na ja. Von der Fahrschule hättest du natürlich einen Meter nach vorne gemusst. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal $100 Show-Off-Parking gespart. Weil der da hinten wollte $40 haben. Cool, Robert. Und das Schild sagt, ihr werdet abgeschleppt. Na ja, jetzt gehen wir mal gucken, was im Ocean Drive. Am Ocean Drive alles so. Jetzt geht's in der Bar, die hat Andreas ausgesucht. Und er will uns damit überraschen, da soll es etwas ganz Spezielles geben. Schönen guten Abend. In was für einen Laden entführt ihr uns denn heute? Wir werden es noch rausbekommen, was hier so los ist. Was sollen wir sagen? Wir haben Spaß. Und Spaß am Abend muss auch sein. Andreas hat heute eingeladen. So viel Schönheit muss ich noch mal nachnehmen. So was habe ich noch nie gesehen. Hier so viel Geballtes auf einen Haufen ist schon extrem. Aber gut. Na, dann feiert mal noch schön. Denkt dran, ihr seid mit dem Auto da. War ein super netter Abend. Es ist dann doch ein bisschen später geworden. Es war feucht, fröhlich und da haben wir auf jeden Fall das rote Auto stehen lassen und sind mit dem Uber zurück ins Hotel gefahren. Der nächste Morgen lädt zum nicht ganz so freiwilligen Frühsport ein. Wir werden uns jetzt mal auf den Weg machen. Sind ja nur 2-3 Blocks und gehen das Auto mal holen. Dann haben wir schon mal einen Morgenspaziergang gemacht und dann geht es für uns ab noch mal zum Bootshändler. Wir müssen das ein oder andere noch kaufen, damit es dann auch morgen auf die Kies gehen kann. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass der Robert überhaupt schon mal einen Morgenspaziergang gemacht hat. Das kann man jetzt erzählen. Aber okay, wenn er spazieren gehen will, ich bin dabei. Schön zu hören. Ihr werdet nämlich viel länger unterwegs sein, als euch lieb ist. Wo ist denn unser Auto? Hier. Der ist aber klein geworden, Robert. Das Auto ist weg. War das hier? War hier, ne? Ja. Das ist dieses Assets-Haus, ne? Ja. Ja, der hat hier gestanden. Hier. Aber Robert, wie hat er sich denn jetzt hier verkleinert? Entweder haben sie ihn geklaut oder sie haben ihn abgeschleppt. Eins von beiden. Ach du Scheiß. Machen wir jetzt. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin jetzt ein bisschen lost, Robert. Was machst du jetzt? Wen musst du denn jetzt anrufen? Lass mal hier reingehen, lass mal fahren. Hier stinkt's. Sag, das Auto hat hier gestanden gestern Abend. Frag mal nach. Glaubet alles nicht. Kann es nicht glauben. Ist nicht normal. Das haben sie garantiert das Auto abgeschleppt. Glaubt kein Mensch. Und wo ist das Auto jetzt? Ja, die sagen, den werden sie abgeschleppt haben, meint er. Ja, hat er denn eine Telefonnummer oder irgendwas? Ja, er hat mir eine Telefonnummer gegeben, wo ich jetzt anrufen kann. Ja, dann ruf an. Ja, aber hier ist so laut. Ja, aber ruf an, wir müssen erst mal wissen, wo wir hin müssen. Dann müssen wir uns ein Taxi nehmen, müssen da hinfahren, wenn sie den abgeschleppt haben. Kann doch alles nicht wahr sein. Sisse, das ist schon komisch. Ein rotes Auto hat schon irgendwas. Also auf jeden Fall stecke ich damit in der Scheiße. So, do you have this car? Okay. Yeah, but why you took him? Because this is a parking place here. This is a... Ist das Auto da? Ja, ja. So, lass uns ein Uber nehmen. Can I pick da ist ein Uber. Komm, wir nehmen den Uber. Ich frage, ob der uns mitnimmt. Hallo? Hallo? Robert hat aufgelegt, der Penner. Ja, you are Uber.
Ja, jetzt gucken wir mal. War ja jetzt schon ein großer Schock, dass der Wagen nicht mehr da stand. Aber okay, wie das dann so geht, habe ein bisschen rumtelefoniert und jetzt bin ich auf dem Weg zu meinem abgeschleppten Mietauto. Toll. Jetzt wird's teuer. Jetzt wird's teuer, ja. Tja, shit happens. War noch nie passiert, dass sie mir einen Leihwagen abschleppen. Sieht nicht gerade nach der nettesten Nachbarschaft aus. Ah, hier ist er. Thank you. Oh, thank you so much. Sieht aber sehr spooky. Guck mal, das sind die Wagen. Damit haben die den abgeschleppt hier. Oh, der sieht aber spooky aus hier, der Junge. Boah. Ja, dann holen wir dein Auto wieder. Was ist das denn hier? Ich weiß nicht. Kann man da nicht reingehen? Oh, ich glaube, das ist teuer. Wieso? Ja, guck doch, hier steht doch die Preise. Noch haben wir keinen Überblick, aber ich denke mal ganz einfach, wir haben ein großes Auto, das könnte eine Kategorie D sein, dann wären da $200. Und dann kommt hier mit Sicherheit noch Labor dabei, 30, Storage dabei, 40. Also ich gehe mal so von $300 aus. Was ist denn Labor? Was ist denn Labor? Labor ist so Arbeit, oder was heißt das? Verstehst du, Labor haben die auf alles. Ja? Ja. Hallo? Yes, hi. Was kann ich für Sie tun? So, the red GMC. Sie können es nicht abholen, Sie sind nicht der Eigentümer. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Ja, yeah, this is, I had it from Avis, so I have the key and everything. Sie können es nicht abholen, Sie sind nicht der Eigentümer. Jetzt wollen wir den Mietwagen nicht rausgeben, weil ich nicht die Besitzerin bin. Das kann also nur die Vermietungsagentur. Ja, das kann nur die Vermietungsgesellschaft. Das ist das neue Gesetz, was es in Amerika gibt und das dauert übers Wochenende natürlich. But I have clothes in my car. So ist das Gesetz. Ich darf das Fahrzeug niemandem außer dem Besitzer übergeben. Ja, but can I take the clothes out of the... Sie können alles rausholen, nur das Auto darf ich Ihnen nicht geben. Okay. Okay. Okay, then we have to handle this with Avis. Hier, ich habe ein Foto von dem Auto gemacht. Das zeigen wir denen bei Avis, sie sollen das abholen. Fertig. Aus dem Haus. Nikolaus. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal an der Apotheke vorbei, ich brauche eine Aspirine. Ich habe jetzt Kopfschmerzen. Ich glaube, das war von gestern. Ein Glas war schlecht. Boah, sind wir am Arsch. Voll am Arsch. Oh. So eine Frechheit. Und nur weil ich ein rotes Auto halt gemietet habe. Genau, und jetzt bin ich mal gespannt, was uns der Spaß wieder kostet. Ich auch. Also muss ich jetzt nach Avis oder was? Wo muss ich denn jetzt hin? Nach Avis und muss mir ein neues Auto holen, ne? Die Geissens müssen unverrichteter Dinge den Rückzug antreten. Was machen wir denn jetzt? Nehmen wir jetzt ein neues Auto oder was? Ja, aber jetzt machen wir ein neues Auto. Komm. Aber kein rotes. Nee, kein rote Autos bringen echt Unglück, ehrlich. Das ist doch voll. Komm, dafür hatte ich ja keinen Unfall. Ist mir noch nie passiert. Ist mir echt noch nie passiert, dass sie mir ein Auto in der Form abschleppt. Der Mietwagen der Geissens in Miami wurde abgeschleppt. Das zieht eine Menge Probleme nach sich. Von Virginia muss jetzt eine Bestätigung kommen von Avis, dass das Auto denen ist. Wenn das geht zu einer anderen Towing Company, die andere Towing Company holt das Auto. Die können das Auto aber nicht holen heute, die können das Auto nicht holen morgen, sondern erst am Samstag. Das heißt also, zwei Tage müssen wir jetzt bezahlen, $256. Welcome to Miami. Und jetzt fahren wir nach Miami Beach zum Mittagessen und parken wieder da, wo wir gestern geparkt haben. Ja, aber dann lassen wir das. Hat das ja funktioniert. Genau. War nur abends ein bisschen tricky. Ist das einmalig, ja. Amen. Unser Auto ist da. Unser neues. Is this the car? Thank you. Wo ist er denn? Ja, I take it. Nimm the key. Also, the key. Thank you. Die hat Angst vor mir, die geht laufen. Wer fährt jetzt? Ja, komm, ich fahr schon. Okay, fährst du wieder. Jetzt haben wir ja ein schwarzes Auto. Es kann ja nur gut gehen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Weiß ich auch nicht. Warte. Wo ist denn hier? Wo ist denn hier die Schaltung? Hier gibt's keine Schaltung. Wie geht das denn? Hier ist auch kein Schalter. Ey, willst du mich jetzt verarschen? Hier. Ah, guck mal. Aber pass auf, pass auf, pass auf. Pass. Was ist passiert? Ey, der hat nur D. Hä? Oh, jetzt. So. Komm, vorsichtig. Wohin? Links.
South Beach. Okay. Jetzt bau keinen Unfall, der ist nicht rot. Ja, eben. Hier ist kalt, oh, 65 Grad. Das muss aber erstmal, das musste ja gesagt werden. Ne? Hast du schon mal ein Auto gesehen, wo du hier schaltest? Nee. Interessiert die hier alles gar nicht. Pass auf, da rechts kommt einer. Ja, ach, das ist gerade wach. Oh mein Gott. So. So, jetzt rechts. Ja. Auf die letzten Meter jetzt bloß nicht übermütig werden. Ihr seid noch nicht vollzählig. Wir treffen jetzt hier unseren alten Freund, ja, in Anführungsstrichen Freund, unseren Captain Bailey, der sich angeblich auf den Kies perfekt auskennt. Der soll uns jetzt ein paar Tipps geben, was wir da so alles machen können. Ah ja, der tollpatschige Seebär mit einer Stimme rau wie das Meer. Give me the rope. Oh. Jetzt fällt er rein, pass auf. Be careful. You have your telephone in the pocket. Oh, shit. So, das Seil ist weg. Und dann kommt Olli aus New York noch vorbei. Der wollte uns auch noch ein paar Sachen in Miami zeigen. Guide Olli hatte einige nette Aus- und Ansichten parat. Robert! Hi Robert, I'm Robert. Hi, nice to meet you. Hi, I'm Robert. Yeah. Und lang ihm auf den Arsch. Einmal kurz, ne? Darfst du hinlangen? Der freut sich über die Wärme.